Leute, Steam ballert momentan die Spiele raus, es ist nicht mehr feierlich. Man weiß schon gar nicht mehr, welches Spiel man zuerst spielen soll. Ein Rabatt jagt den nächsten und es gibt jede Menge günstige Titel. Allerdings ist günstig natürlich nicht günstig genug und deshalb habe ich mich mal hingesetzt und habe für euch auf Steam die besten Spiele unter 10 Euro rausgesucht. Gleich vorweg, ich weiß natürlich nicht, wann du dieses Video anschaust und wie die Preise dann zu der Zeit sind. Momentan kosten die Spiele weniger als 10 Euro. Und wenn du ein paar günstige Spiele-Tipps hast, ich habe jetzt nur auf Steam geschaut, es gibt ja noch den Epic Store, MMOGA und so weiter und so fort. Wenn du da auch ein paar Tipps hast für günstige Spiele, dann hau sie mal unten in die Kommentare. Aber jetzt labern wir gar nicht lang rum, sondern fangen an und zwar gleich mit zwei Spielen für unter 10 Euro aus einer meiner absoluten Lieblingsspiele-Serien. Ein Titel aus dieser Serie habe ich sogar in meinem Video gehabt, die besten Spiele aller Zeiten. Das seht ihr jetzt hier oben in der Infokarte verlinkt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und zwar handelt es sich um die Serie Resident Evil. Und für mich, habe ich auch in dem Video gesagt, einer oder vielleicht sogar der beste Resident Evil Teil ist Resident Evil 1. Das Spiel war einmalig. Die Story war der Hammer, die Schocker waren der Hammer, der ganze Aufbau, ein super geiles Spiel. Das ist mit dieser komischen Draufsicht gefilmt. Damit kommt nicht jeder klar, aber glaubt mir, das macht das Spiel um so vieles besser, weil man einfach nicht sieht, was kommt als nächstes. Man hört, um die Ecke rum ist irgendwas, aber du siehst es nicht. Richtig, richtig gutes Spiel. Hat das Horrorgenre geprägt und für immer verändert. Und vor allem die Remake-Version auf dem GameCube war richtig gut. Und ihr bekommt es jetzt zusammen mit Resident Evil Zero Remastered, auch ein sehr, sehr guter Teil der Serie, im Bundle für 9,99 € auf Steam. Klar, Half-Life 1 und 2 waren mega geile Spiele, was ich aber wirklich gefeiert habe, war der Unfall, der bei Half-Life 2 entstanden ist, und zwar Portal. Portal 1 war ein mega geiles Spiel, es war so simpel und einfach aufgebaut, aber trotzdem eine mega geile Story, ein richtig geiles Gameplay, eine richtig geile Spielmechanik, die es davor und danach nie wieder gab. Portal 1 sollte man definitiv gespielt haben, schon allein um bei Memes mitreden zu können, wie bei The Cake is a Lie. Außerdem müsst ihr Gladys kennenlernen. Ihr müsst Gladys kennenlernen. Wie gesagt, Portal 1 ist aus einem Unfall heraus entstanden. Ich weiß nicht mehr, wie das genau war. Auf jeden Fall war es nicht so geplant. Portal 2 hingegen war geplant und ist für mich persönlich sogar noch der bessere Teil. Portal 2 sah grafisch viel besser aus, war viel länger. Von der Spielmechanik her ist es eigentlich genau das gleiche Spiel. Dennoch sollte man sich auch Portal 2 angeschaut haben. Und beide Spiele bekommt ihr derzeit für jeweils 8,19 € bei Steam. Kommen wir zu einem weiteren Game, was auch in meinem Video war, meiner liebsten Spiele aller Zeiten, und zwar zu Assassin's Creed Black Flag. Die Spielwelt, die Story, die Musik, Gameplay, Black Flag, definitiv eins der besten Assassin's Creed. Sollte man gespielt haben, kann man auch immer noch spielen, sieht auch immer noch super aus, am PC vor allem. Da gibt es dann, glaube ich, irgendwie noch so ein 4K-Update und zig Mods und was weiß ich. Schaut euch das Spiel unbedingt an, es ist definitiv für mich persönlich das beste Assassin's Creed und eigentlich alle, die ich kenne, sagen, es ist einer der besten Teile. Und ihr bekommt es derzeit halt wirklich für 6,79 €. Leute, das ist geklaut. Audi, das ist ja alles alter Käse, den du da empfiehlst. Ja, ich weiß, ihr grafikverwöhnten Lappen wollt so alte Games nicht spielen. Wir reden hier allerdings über Games für unter 10 Euro. Dennoch habe ich euch ein bisschen neueren Titel reingepackt, der auch grafisch immer noch mega geil aussieht. Was natürlich unter anderem an Grafikstil liegt, das ist dieses Cell-Shading-Comic. Definitiv ein richtig geiler Shooter, richtig geile Spielwelt, Open World, richtig düsterer Humor. Borderlands 2. Der dritte Teil, der jetzt gerade erst rauskam, ist sehr gut. Ich persönlich fand den zweiten Teil allerdings am besten. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Es hat mir einfach am meisten getaugt, wie es sich hat spielen lassen. Ihr bekommt es momentan in der Game of the Year Edition für, ich glaube, 9,79 €. Ist ein super Preis für das Game. Es ist lang, es ist Open World. Es ist wirklich gut, Leute. Schaut euch Borderlands 2 an. Und zu guter Letzt kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsspieleserie. Leider nicht zu meinem Lieblingsteil dieser Serie. Aber zu einem meiner Lieblingsteile dieser Serie habe ich auch in dem Video oben erwähnt. Und zwar zur Final Fantasy Reihe. Es ist heiß umstritten, welcher Teil war besser, 7, 8. Ich fand persönlich 7 ein bisschen besser. Ich fand auch 9 noch besser als 8, aber alle drei sind sie richtig gut. Das Spiel sieht sehr alt aus, es ist sehr alt. Ich habe es aber vor gar nicht allzu langer Zeit gespielt und es ist definitiv noch spielbar. Ich freue mich natürlich wahnsinnig aufs Remake, das werden wir aber frühestens nächstes Jahr am PC bekommen. Und ja, jeder, der sich mit der Serie irgendwie auseinandersetzt und mit Spiel-, Rollenspielgeschichte einfach was anfangen kann, der sollte Final Fantasy 7, 8 und 9 gespielt haben. Und wenn ihr PC-Gamer seid und auf den Remake vom 7. Teil wartet, dann holt euch diese drei Games und ihr könnt ohne Probleme die Wartezeit bis dahin überbrücken. Teil 7 bekommt ihr momentan für sage und schreibe 6,49 €. Teil 8 bekommt ihr für 9,99 € und Teil 9 bekommt ihr für 7,24 €. Alle drei, der Hammer, spielt sie Leute, schaut sie euch an.
Auch wenn ihr sagt, mein Gott, wie soll ich denn das alles zocken, dafür habe ich keine Zeit. Kann ich verstehen, aber Leute, die Preise sind der Hammer. Holt euch die Games, wenn ihr sagt, in Zukunft wollt ihr euch die unbedingt mal anschauen. Wenn ihr sagt, Final Fantasy wollte ich schon immer mal spielen, momentan komme ich aber nicht dazu, holt es euch für 6 Euro. Günstiger wird es nicht und wenn ihr Bock habt, dann spielt es irgendwann. Ja, wie gesagt, die Spiele habe ich euch rausgesucht. Es gibt mit Sicherheit noch eine Menge mehr. Also wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, ballert sie unten in die Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zocken. Remember me for centuries.